Wir suchen uns die App, in dem Fall gehe ich diesen Kurzweg und starten diese. Nach dem Start muss ich einmal anmelden. In dem Fall muss ich meine E-Mail-Adresse eingeben. Ich habe mich vertippt. Und das Kennwort, was Sie sich selber vergeben haben. Und sage einloggen. Diese Frage ist wichtig, dass Sie die verstehen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, Ihnen Push-Benachrichtigungen zu schicken. Das heißt, sollte zum Beispiel etwas Wichtiges im Objekt passiert sein, wie zum Beispiel der Aufzug fällt aus, die Heizung ist ausgefallen, Warmwasser funktioniert nicht, also irgendwelche elementaren, wichtigen Sachen, dann können wir Ihnen Push-Benachrichtigungen schicken. Wenn Sie das möchten, dann müssen Sie in diesem Fall sagen, dass wir eine Mitteilung senden dürfen. Wenn Sie es nicht möchten, dann sagen Sie einfach nicht erlauben. Ich möchte das, deswegen sage ich erlauben. Ich bin jetzt einmal angemeldet. Ich habe meine Pinnwand hier, also mein Dashboard. Ich kann das einmal durch Scrollen hier kurz zeigen. Im Prinzip sind hier auch diese Kacheln, genau wie auf der Webseite. Ich habe oben links habe ich 7 neue Nachrichten oder ungelesene Nachrichten. Ich habe oben rechts mein Profil. Ich habe hier meine Objektansicht. Meine Mitteilung sehe ich hier. Ich sehe meine Kontakte. Ich sehe meine Anfragen. In der Community gibt es aktuell nichts, was passiert ist, außer dass ich vor einer Stunde mich da registriert habe. Ich kann hier zu meinen Dokumenten und dann die üblichen Schaltflächen uns auf Facebook, Insta oder auf YouTube folgen. Und sozialen Medien einfach verfolgen. So, ich kann also dementsprechend hier genau dasselbe machen wie im Portal auch. Nur ich habe es in der Hosentasche. Und ich habe noch den Vorteil dabei, ich kann Push-Nachrichten für Wichtiges sofort kriegen, damit ich immer informiert bin.